So, habe ich auch wieder klitzenklein, aber nur klitzenklein Cut reingemacht. Weil ich habe das immer so mit den 10 Minuten, 15 Minuten immer so leicht ausgeschwankt. Das läuft, das läuft. Jetzt können wir schon mal hier, beziehungsweise in den Breeder, könnten wir eigentlich schon mal Energie reinführen. Zumindest laufen lassen. Warum ist das denn so groß? Na egal, lassen wir mal so groß. Der schafft 10.000 Hitze, aber da das der Breeder werden soll und das ein Atomkraftwerk. Machen wir das schon mal. Tun wir, tun wir, tun wir, tun wir. Das jetzt auch separat schon irgendwo abgreifen hier, die Stromzufuhr. Bin ich mal überlegen, mit dem Breeder nämlich, das jetzt separat irgendwo noch drauf zu packen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das tun wir unten drauf, schmeißen einfach und dann ist gut. Dafür brauche ich jetzt einfach nur eine Uranzelle. Und dann läuft das schon. Können wir nämlich direkt mal ausprobieren. Uranzellen und dann Dysotopzellen. Und das ging. Ging das denn nochmal? Urans, aber muss ich gucken. Uranzelle, eine einfache, okay, somit eine leere Zelle und Uran dran. Und jetzt brauche ich noch diese Taubzellen. Die so taub. Ich gebe mal nur taub ein. Nee. Zell. Das kann ich jetzt, muss ich jetzt suchen, wo das ist. Oder mit Z geschrieben. Zelle, Zelle. Nein, 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 nein. Wo sind sie denn? Teeröl? Nee, nee. Biokraftstoff. Wasserstoff. Okay. Für was braucht man die? Würde ich mich jetzt gerne interessieren. Wasser. Sauerstoffzellen. Keine Ahnung. Das dauert natürlich jetzt. Keine Ahnung, für was ich die brauche. Okay. Muss ich mal nachschauen. Okay, wo sind sie denn? Uranzellen habe ich ja hier. Weil man konnte nämlich... Ach nee, die Biokraft... Naja, das wollte ich da nicht. Nein, 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 nein. Da. Da, 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 erschöpfte Zelle. Genau, wieder aufbereitete Zelle, erschöpfte Zelle. Genau, Zellen drumherum, dann die, dann plus Kohlestaub. Und die erschöpften Zellen, wenn die aufgeladen sind, kann ich die wieder zu einer Uranzelle machen. Genauso wollte ich das haben. Also brauche ich erstmal Zellen. Zinn, aber dann nehme ich lieber das, ne, nicht Silber, sondern das Tin. Da machen wir gleich mal ein Stäckchen hier. Und machen vier Uranzellen. Uran. Eins, zwei, drei, vier. Und nicht damit zu Hause rumschwimmen mit Uranzellen. Das reicht, wenn wir das hier in Minecraft machen. Die sind sehr gefährlich, die Uranzellen. Wenn man da so hantiert, mehr Hand. Aber in Minecraft funktioniert es auf jeden Fall. Habe ich mich schon letztes Mal gewundert, wo man die einfach so in der Hand nehmen kann, ohne einen Anzug zu tragen. Aber ist ja egal. Läuft ja. Erstmal gerade ein bisschen wegtun. Denn das Blöde ist, man kann dieses Zeug nicht stacken. Normale Zellen, dann machen wir jetzt nämlich aufbereitete Zellen. Da brauchen wir auch vier Stück vorne. Dann lassen wir schon mal den Breeder laufen zumindest. Einmal so und drumherum. Acht Stück bekommen wir nämlich raus. Die lassen sich stacken, aber gleich das nächste nicht. Ich glaube, die Dysotopzellen, die lassen sich wieder nicht stacken. Dafür brauche ich nämlich immer den Kohlestaub. Eine, zwei, nein, die lassen sich nicht stacken. Drei, vier. Jetzt lassen wir den Breeder laufen und dann müsste er auch schon sozusagen funktionieren. Dann würden auch gleich alle Sensoren anschlagen, die ich damit sozusagen angeschlagt haben. Gucken wir gleich mal. Weil es ist ein bisschen sicherer, dass ich hier hinten abbaue. Aber ich glaube, ich will nicht hoffen, dass es auch in der Luft fliegt.
So, Buida ist aus. In der Mitte. Aufbereitet Uranzellen drumherum. So, muss ich den jetzt hier umschalten? Ich glaube ja. Das ist jetzt der Breeder, der müsste jetzt gleich umschalten und laufen. Nee. Das ist doch grün. Uranzelle, erschöpfte Brennzelle. Und noch ein paar nachlegen hier. Der ist doch an. Wo hat er denn jetzt wieder keinen Kontakt? Leimgrün. Grün soll doch eigentlich dann hier angehen. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht hier? Leimgrün. Warum geht er denn nicht an hier? Oder sieht das jetzt komisch aus? Ich hole mal eben noch mal ein paar Kabel. Aua. Ich nehme mal wieder hier. Habe ich jetzt Black oder, weiß ich nicht, Black oder Grau mitgenommen? Ich glaube, schwarz war das. Schwarz wie die Nacht. Ja, war schwarz. Funktioniert das denn bei dem? Hier ist auch nichts an. Ist denn hier noch keiner? Ist denn hier einer unterbrochen worden? Müssen wir wieder. Oh, wir müssen schlafen gehen. Wir müssen schlafen gehen, denn durch den Breeder lädt sich ein bisschen die MFE ein bisschen mehr auf. Beziehungsweise kommt ein paar ein bisschen mehr Strom rein. Denn die Uranzelle produziert Strom, lädt aber gleichzeitig die erschöpften Zellen mit auf. Und das ist eigentlich das Geile daran. Und wir bekommen eine Chance von 1 zu 4 wieder eine aufbereitete Zelle. So, was ist denn jetzt hier los? Warum gehst du denn nicht hier? Rufen wir das nochmal auf hier, so. Bundle Cable laufen hier lang. Was ist denn dein Problem? Wo liegt denn das Problem? Wenn ich jetzt hier Bundle Cable hochziehe, der ist aktiv. Bundle Cable, Bundle Cable. Bin jetzt ein bisschen überfragt. Wo ist denn der Fehler hier drinne? Ah, jetzt funktioniert's oder was? Ihr hört auch so ein leichtes Knacken immer. Das heißt, der funktioniert jetzt auf jeden Fall. Ja, der zeigt das auch an. Der müsste auch so rumlaufen. Jetzt gucken wir mal, wie heiß der Breeder wird. Was war denn nochmal T. Produktion, glaube ich, ne? Maximal Heat Level Status. Heat Level ist das, alles klar. Machen wir Heat Level 3.500. Das jetzt erreicht schon. Ist auf jeden Fall on. Komisch, 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 komisch. Muss er den nicht jetzt nicht abschalten? Ah, ich nehme mal vorsichtshalber die Uranzelle raus. Ja, der hat nämlich schon gequalmt. Was ist denn da das Problem? Gucke ich gleich nach. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und LP und tschüss.